بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bezeuge لا إله إلا الله und ich bezeuge محمد رسول الله صلوات ربي والسلام عليه. Ramadan Tag 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Die Geschichte von Ibrahim Khalil Rahman, der Freund von Alabama, ein Prophet, der jede Prüfung bestanden hat ohne Wenn und Aber. Und genauso auch diese, die ich jetzt erwähnen werde. Nabi Ibrahim wurde befohlen, mit seiner Frau Hajar und seinem Sohn Ismail auf Reise zu gehen. So ging er raus und kam an dem Ort, wo heute Mekka ist. Ein Ort von Hitze. Ein Ort von nichts. Nur Sand, Stein, Wüste, absolut gar nichts. Sie rasten dort. Hajar stillt ihren Sohn Ismail a.s. Nabi Ibrahim a.s. nimmt eine Flasche Wasser raus und einen Beutel voll Datteln und legt sie hin und geht. Dreht sich um und geht, ohne irgendetwas zu sagen. Hajar verwundert über diese Situation und ruft nach ihrem Mann. Ibrahim. Ibrahim reagiert nicht. Sie ruft wieder. Ibrahim. Ibrahim reagiert nicht. Sie steht auf und läuft hinter Ibrahim her. Sie sagt, Ibrahim, was machst du? Wohin gehst du? Wohin lässt du uns? Und Ibrahim antwortet einfach nicht. Und dann ist ihr etwas eingefallen. Und dann fragte sie, ja Ibrahim, hat dir das dein Herr befohlen? Er schaute sie an und bejahte das. Hajar antwortete daraufhin, wenn es so ist, wie du sagst, dass dein Herr dir das befohlen hat, dann haben wir nichts zu befürchten. Geh. Wenn du sagst, Allah hat dir das befohlen, dann brauchen wir uns um nichts Sorgen machen. Allah wird uns nicht im Stich lassen. So ging Ibrahim a.s. seinen Weg, bis man ihn nicht mehr sehen konnte. Hob seine Hände hoch und sprach wahrscheinlich mit gebrochenem Herzen, weil keiner möchte seine Frau und seinen neugeborenen Sohn irgendwo ablassen. Aber er war ja nicht umsonst Khalil Rahman. Er hat jede Prüfung bestanden. Ohne Wenn und Aber. So hob er seine Hände zu Allah und sprach, mein Herr, ich habe welche von meiner Nachkommenschaft, welche von meiner Familie an deinem Haus hier gelassen. Und sinngemäß in unseren Worten, bitte kümmere sich um sie. Lass Menschen um sie herum ansiedeln, lass sie nicht alleine, gib ihnen Essen und Trinken. Und ist gegangen. Allah hat seine Dua angenommen. Hajar ist zwischen Safa und Marwa 7-mal hin und her gelaufen, weil ihr Baby Ismail Hunger hatte. Sie musste ihn stillen. Die Flasche Wasser und die Datteln waren schnell leer. Und dann hörte sie eine Stimme, als sie 7-mal hin und her gelaufen ist. Dann hat sie gesehen, zu ihrem Sohn Ismail gesehen und hat einen Engel gesehen. Hat einen Engel gesehen, wie er mit seinen Flügeln in den Boden rammt und bohrt, bis Wasser rauskommt. Ohne Maß, da spritzt einfach Wasser raus. Hajar läuft dahin und der Engel spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Ich bin ein Engel herabgesandt von Allah. Und erzählt ihr, was Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr vorhat. Und Hajar trinkt das Wasser und gibt ihren Sohn das Wasser und yani, versucht dieses Wasser irgendwie so zu schützen und sagt dabei Summi, 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 Summi. Und so kam das Wort Semsemwasser, das Wasser vom Paradies. Und so kamen dann Menschen, die auf Reise waren, die es bemerkten, weil Vögel von oben die Wasserquelle umkreisten. Da dachten die sich, da muss ja was sein, wenn da Vögel mitten im Nirgendwo was umkreisen. Sind da hingekommen und haben Hajar mit ihrem Baby Ismail a.s. gesehen. Und haben sich gewundert über die Wasserquelle und haben dann gefragt, ob sie sich da ansiedeln dürfen. Hajar bejahte dies. Und so ist dann Zeit verstrichen. Daraufhin siedelten sich Menschen an. Alles nahm seinen Lauf. Ismail wurde groß, hat geheiratet, die Kaaba wurde gebaut. Und so kennen wir die Geschichte von der Kaaba, wie Ibrahim mit seinem Sohn Ismail die Kaaba, das Haus Allahs, erbaut hat. Machen wir hier ganz kurz Stopp. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir von der Geschichte von Ibrahim und Hajar? Das Erste, was wir davon lernen, ist, wenn Allah dir hilft, wenn Allah es segnet, segnet er ohne Maß. Wenn Allah dir hilft, ohne Maß, ohne Ende. Allah kennt keine Grenzen in seiner Hilfe, in seinem Segen. Wenn Allah dir gibt, gibt er dir richtig. So, dass du nicht mehr zählen musst, sondern wahrscheinlich wiegen musst. Guck mal, Semsemwasser, bis heute fließt es noch. Das wird wahrscheinlich noch fließen bis Yawm al-Qiyamah. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, Allah wird dir wahrscheinlich, Allah kann, aber es ist die Sunna von Allah abzuwarten, ob man geduldig ist, um dir zu helfen. Du musst geduldig sein auf diesem Weg. Das Zweite, was wir daraus lernen, ist, Allah hilft dir dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Allah hilft dir dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Genauso wie Hajar. Hajar hat diese Hilfe in dem Moment nicht erwartet. Sie war verzweifelt. Sie hat nach Leuten Ausschau gehalten. Deswegen lief sie ja zwischen Safa und Marwa auf den Hügel und schaute, ob irgendwelche Reisende da sind, ob es irgendwas zu essen gibt, Pflanzen. Weil sie hatte Hunger und ihr Baby hatte Hunger. Sie musste ja irgendwie ihr Baby stillen. Und genau da, wo sie am verzweifeltsten war, genau da hat Allah subhanahu wa ta'ala sie gesegnet und geholfen. Das musst du verstehen in deinem Leben. Allah wird dir genau dann helfen, wenn du es am wenigsten erwartest. Wenn du verstanden hast, dass keiner dir helfen kann, außer er subhanahu wa ta'ala. Und eine weitere Lehre, die wir hieraus nehmen, ist, du bist nicht der Plan. Du bist nur ein Teil vom Plan.
Es geht nicht um dich. Allah hat dir Wege gegeben, Allah wird dir helfen, aber du bist nicht der Plan. Die Welt dreht sich nicht um dich, sondern du bist nur ein Teil dieser Welt und ein Teil von dem Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie meine ich das? Ibrahim musste opfern. Er musste seine Frau und seinen Sohn opfern, mitten im Nirgendwo ablassen, weil Allah ihm das befohlen hat. Und Hajar musste leiden und Angst verspüren, weil sie dachte, sie wird sterben mit ihrem Sohn. Was hat Allah aus diesen beiden Menschen gemacht? Eine Geschichte für die Muslime, eine Ermahnung, eine Hilfe für die Muslime, auf einem Ort, in einem Ort zu reisen, wo heute Milliarden von Muslime, Muwahidun, hinreisen und nur Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen und anbeten. Also mussten diese zwei Menschen, Ibrahim und Hajar, leiden und opfern, damit heute der Plan Allahs aufgeht und Milliarden von Menschen Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Ort anbeten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich benutzen für seinen Plan. Manchmal sind deine Tränen die Freude von jemand anderem. Manchmal ist dein Glück Pech von jemand anderem. Und manchmal ist dein Pech Glück von jemand anderem. Allah benutzt dich, um seinen Plan umzusetzen für seine Schöpfung. Akzeptiere es. Assalamu alaikum wa rahmatullah.